Der Plan dürfte klar sein. Wir wollen den Planeten ein bisschen grüner bekommen hier. Und wir sollen immer noch die Ruinen erforschen. Allerdings haben wir, glaube ich, überhaupt gar keine Ruine bisher gefunden mehr. Also die eine, die wir bisher ja schon erforscht haben. Aber irgendwas war ich doch im Sektor 6. War das nicht so? Da ist doch was. Meine Güte. Oh nein. Gott. Jetzt. Hier. Sektor. Hier wollen wir hin. Forschungsaußenposten wollen wir hier hinsetzen. Aber wie kommen wir denn am besten dorthin? Das ist ja schon ganz schön weit weg. Da müssten wir hier ja fast. Ja. Gebäudelimit. Ah ja, wir haben jetzt Gebäudelimit erreicht. Wie immer. Das ist ja genau unser Ding. Ah, ich hätte es einfach. Also, ich könnte dazu auf jeden Fall, wenn ich das vorher gewusst hätte, machen. Wir schauen mal nach den Minen. Null-Effizienz-Minen. Und genau, gehen da mal ein bisschen näher ran. Oder wir gehen erstmal hier hin. Hier muss irgendwo eine Mine. Fortgeschrittene Chemiefabrik. Ist das die hier? Ja, die ist. Ja, da ist nichts mehr, ne? Das machen wir mal die. Können wir deaktivieren eigentlich? Ich glaube, nee. Wir können da nur eine Verbindung aufwerten. Okay. Wir haben hier jede Menge Minen. Immer noch fortgeschrittene Aluminiummine. Ja, ich würde da gern. Ist das die hier wahrscheinlich, oder? Leistungslimit erreicht. Und hier stand gar nichts, oder? Energie? Na gut, egal, wir reißen es ab. Wenn denn, schalten wir auch ab. Dann haben wir noch diese Chemiefabrik hier. Eine Chemiefabrik hier unten. Nö, da wird ja noch. Da geht ja noch was raus, sehe ich gerade, oder? Geht da noch was raus? Ja, da geht noch was raus. Okay, jetzt bin ich aber langsam ein bisschen verwirrt hier. Das ist ein Eisbohrer. Okay. Was ist. Okay, hier ist zum Beispiel eine. Die ein Leistungslimit erreicht hat. Ah, jetzt weiß ich es wieder so. Hier rüberfahren, dann weiß man das. Okay, 5 Ressourcen. Ja, super. Okay, also ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Na gut, super. Ich bin immer noch ein bisschen sehr konfus, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden ja ein bisschen grüner. Hier oben haben wir nämlich hier unsere Bio, eine Biokuppel. Und ich glaube, hier unten haben wir auch eine gebaut. Irgendwo hier in der Nähe. Wo war denn die jetzt? Biokuppel. Hier. Der fehlt nur Wasser und wir bauen hier noch eine Wasseraufbereitungsanlage. So sieht's aus. Und ich glaube, wir müssen das Wasser ja auch transportieren. Ja, genau. So, wir haben jetzt natürlich einen Haufen Energie. Windparks. Wir machen hier mit einem Kernkraftwerk noch mal einiges. Dann haben wir Kolonien. Denn für die Atmosphäre, fürs Leben. Militär haben wir gar nichts mehr. Haben wir alles abgebaut. Und wir haben hier Leistungslimit erreicht. Eine Wartungsanlage, die ein Leistungslimit erreicht hat. Ich habe keine Ahnung, was die mit mir sagen möchte damit. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Da haben wir jede Menge noch. Ja, irgendwie komme ich gerade nicht wirklich auf den grünen Zweig hier. Also wenn ich mir die Minen anschaue und die Effizienz ausschaue, dann sehe ich hier sehr viele, die null einfach haben, ne? Zum Beispiel diese Kohlenstoffmine hier. Die kann ich aber noch aufwerten. Das wäre diese hier. Es ist doof, dass man da die Ressourcen nicht sieht. Ja, wir können die mal verbessern. Vielleicht hilft es ja.
Weil hier sehe ich, ich sehe keine. Warum sehe ich das nicht? Das ist doch völlig. Das ist eine Wartungsanlage hier. Was soll ich denn bei einer Wartungsanlage? Ja, irgendwie ist das sehr konfus, muss ich sagen. Sehr, alles sehr konfus. Silizium. Das gefällt mir einfach überhaupt gar nicht, diese Anzeige hier. Hier ist noch ein Eisbohrer. Wo ist der? Ist der? Nee. Das ist der hier. Das ist der Eisbohrer. Und da ist null. So, den kann ich auch nicht aufrüsten, also können wir nur abbauen. Und auch abschalten. So, dann haben wir diesen Eisbohrer hier. Der ist auch tot. Also kann ich die nicht ausmachen? Aber weil die schon abgebaut werden, oder? Okay. Dann haben wir hier noch einen fortschrittlichen Eisbohrer. Okay. Also wie gesagt, ja, okay. Alles klar, wird auch abgerissen. Was haben wir hier noch? Auch nochmal einen fortschrittlichen Eisbohrer. Das ist der hier. Können wir auch nicht mehr aufpimpen. Okay, die Eisbohrer sind ganz schön. So, der hier. Der kann auch weg. Meine Güte. Also wenn da annähernd mal ein paar weg sind, dann puh. So, der hier ist noch im Betrieb. Der hat 0, 0. Der hier? Leistungslimit erreicht. Nein, vielleicht heißt Leistungslimit erreicht, dass er einfach nicht mehr fördern kann, solange wir nicht neu erforscht haben, was. So, vielleicht sollte man noch ein bisschen Uran oder so fördern. Da ist eine Wartungsanlage. Diese Wartungsanlage ist zuständig für. Jetzt schauen wir mal. Wartung. Okay, die ist hierfür zuständig. Das ist natürlich. Könnten wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen besser setzen, oder? Das hier wird immer noch gebaut. Oder was ist das? Ach, hat gerade keinen Strom. Okay, wir müssen uns, glaube ich, nochmal um den Strom kümmern. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Wir müssen auch immer aufs Wasser achten, aber das sind immer noch 575. Okay, dann gehen wir doch mal da runter und versuchen, hier nochmal irgendwie einen Landeplatz zu setzen. Da haben wir ja schon, genau, das haben wir schon im Bau. So, dann kommt nämlich hier erstmal das hier hin. Und das braucht zum Bauen Stahl, Aluminium und Glas. Okay, haben wir hier, hier haben wir schon mal Aluminium. So, dann bauen wir das mal dahin. Dann brauchen wir dafür Stahl, okay. Für Stahl benötigen wir Eisen. Achso, jetzt haben wir wieder unser Limit erreicht. So, was haben wir hier unten denn noch? Okay, dann priorisieren wir das hier mal, oder? Das können wir gar nicht priorisieren. Okay.
Na, dann bauen wir hier halt das erstmal auf. Wir gucken mal in Orbit. So, Kolonie, fortschrittlicher Landeplatz, THG-Import und zusätzlicher Landeplatz. Ja, das ist alles, was wir aktuell machen. Blood has been spilled in the name of your false ideals. You must desist. Invalid voice recognition. This message is in violation of security code 1A3972. Identify yourself immediately. You shouldn't be here. Leave. Now. That goes against my prime directive. I cannot. It is upon this sacred land where Mother has set us free from hate, sin, and suffering. We placed our trust in her, and she named us her children. This must be a recorded message. They are not responding to my words. That answers one question, at least. Everything on Mars belongs to Carmine. Through our devotion to her, we are provided for. Unlike your planet, which you have enslaved. Enslaved? Your own technology has made you its slave. You reject a natural existence, and so you tighten your own chain. Puzzling. They claim to be against technology, and yet they use technology to force their message upon me. Jo. The children of Carmine might not be what they say they are. Könnte Although sein. Something's clear, they don't want me to terraform this planet. We, Carmine's children, chose to live in harmony with our mother. And we will destroy anyone who causes harm to this planet. Could this be another test? From ISA, or the Techies, or... Defy Carmine, and find ich bin, death. Wird langsam gaga, unsere Last KI. Time, after the children of Carmine threatened me, the colonies were unexpectedly attacked. Should I take some precautions this time? Should I improve my assault drones? Though ISA may see that as an act of defiance, and maybe that's precisely what they want. I'm in a difficult position here. I do well to think this through. Tja, da ich überhaupt gar keine Verteidigung aktuell habe, ja, ist es das Nachdenken darüber gar nicht so förderlich. Also eigentlich muss ich gar nicht drüber nachdenken, denn ich kann ja sowieso nicht. Ne? Ich habe gar keine Gebäude dazu. Also, wir bauen noch eine Stahlfabrik. Wir bauen hier noch eine kleine Stahlfabrik hin. Dass wir hier schon mal ein bisschen Stahl wenigstens produzieren können dafür. Und dann brauchen wir noch eine Glasfabrik. Eine Glasfabrik brauchen wir Silizium, so viel ich weiß. Und eine Glas... Nee, doch. Ja, Silizium, ja genau. Und dann bauen wir noch eine kleine Glasfabrik hier rein. Und dann haben wir eigentlich alles, um das schon mal hier aufzubauen. Das System. Und dann müssen wir uns noch um eine Wartung kümmern. Und vielleicht sogar noch einen Scanner hier aufbauen. Aber jetzt müssen wir erstmal, ja, jetzt brauchen wir erstmal jede Menge neue. Ja, ich will ja hier weiterkommen. Ne? Das soll ja weiter grün werden. Der hier ist auch schon aufgebaut mit 27%, Minimum 20%. Ich verstehe das allerdings nicht wirklich, warum hier nicht einfach, ich meine, das ist ringsrum, das ist toll. Aber wie soll das jemals auf 100% kommen? Da müsste ich ja im Wasser bauen, was ich hier nicht kann ohne das DLC. Macht nicht wirklich Sinn, ne? Aber gut, sei es drum. So ist das halt. Das Wasser muss dann nachher auch hierher. Also es hat einen ziemlichen Weg noch. Wir werden trotzdem hier beim Weiterschauen, ob wir irgendwas haben. Hier zum Beispiel unsere schönen Anlagen hier. Da haben wir zum Beispiel noch eine fortgeschrittene Mine. Hier unten. Wieder, die aus ist. Okay, die muss gar nicht aus sein. Okay, wir können ja auch mal sehen. Den Status kann ich nicht sortieren, okay. Da ist ein Bau im Gange, der Siliziummine, okay, ja.
Was soll ich dazu sagen? So, dann schauen wir noch mal ein bisschen die Verkehrsverbindungen an. Was haben wir denn? Wo haben wir denn unser Eisen? Wir haben eigentlich ganz gut Eisen. Was uns ein bisschen fehlt, sind hier die Teile. Wir können aber allgemein mal den Verkehr anschauen. Da sehen wir, dass wir hier einen ziemlich hohen Verkehr haben. Hier haben wir überhaupt gar keinen Verkehr. Lustig. Okay. Da haben wir auch gar keine Zone sozusagen. Hier haben wir Energien. Das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Wenn das hier wieder hochgeht, wenn da wieder ein bisschen Wind weht auf dem Mars, dann haben wir die Wartungen und dann haben wir unsere Scanner. Die Scanner sind am Arbeiten. Another message from the children of Carmine. But what do they want? Who are they? Ja, was soll ich sagen? Bewahrer oder Fanatiker? Also ich würde sagen Fanatics. Fanatik. Terraforming has always been a controversial process, especially for the eco-friendly groups. Did our work on Mars trigger a radical response? Ja, genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? So, hier ist es ziemlich warm. Hier sind die Biome und hier ist die Luftfeuchtigkeit. Gut, dann haben wir Distrikte. Da haben wir einen Distrikt, da haben wir einen Distrikt, da haben wir einen, da unten haben wir einen, hier haben wir einen. Ja, alles wunderbar. Hier haben wir einen roten, hier oben haben wir noch einen. Okay. Dann haben wir Wasser. Das verteilt sich gerade hier sozusagen. Und jetzt müssen wir ja Wasser hier hinbringen, ne? Genau. Das heißt, wir müssen hier eine Pumpe bauen. Sehe ich das richtig? Also müssen wir mal schauen. Leben, Wasserpumpe. Erstmal hier so eine Wasserpumpe hinbauen. Weil das Ding da hinten braucht ja nachher Wasser. Ja. Also muss hier eine Wasserpumpe hin. Wir setzen natürlich die Priorität hier hoch, dass wir da auch weiterkommen und hier vielleicht mal etwas grün wird. Das wäre doch auch wunderschön, oder? Haben wir da ja extra nochmal Wasser gebaut. So, wir sind hier gerade mal, glaube ich, bei 0,33%. Oh. Amy, this is Houston. Ja. Do you read? Over. Ja. Loud and clear, Lieutenant. Is everything okay? You tell me. We detected unauthorized communications coming from your satellite. What's your report? The children of Carmine sent a second message. Is that so? Yes, Lieutenant. Funny. We couldn't find a trace of either message in their communications logs. I have determined that these messages were pre-recorded. It's hard to support this children of whatever hypothesis without evidence. Unless you found any. Not yet. Perhaps the messages were triggered by our discovery of unmarked buildings in Sector SA-6. Commander Valentine authorized exploration of that area. What? SA-6? Absolutely not! The commander shouldn't have authorized anything without consulting us. She'll be reprimanded for this. But if I can prove that the children of Carmine are real, then that would explain the mission anomalies. Enough. There's no such thing as the children of Carmine. You have a mission to complete. And ISA has provided you with everything you need to reach that goal. Am I understood, Amy? Understood, Lieutenant. Ja, habe ich verstanden. Continue your work. Mach ich doch so. Any deviation immediately. Houston out. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist ja nicht so, dass ich nichts mache, ne? Also, da soll man ganz ruhig bleiben, der Kollege Schnürschuh hier. Wir machen natürlich unseren vorgesehenen Job weiter. So, was macht denn die Aquakuppel? Ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, was die Aquakuppel macht. Aber gut, wir sind ja hier noch am Forschen, aber ich glaube, so richtig viel Forschen tun wir gerade gar nicht. So, was ist denn hier mit dem da? Wir setzen mal die Priorität mal hoch. Die sollen jetzt mal hier ein bisschen schneller abbauen. Ja, genau, richtig. Tut mal hier alles weg. Was liegt denn da noch? Da liegt noch ein paar Sachen. Dann haben wir nämlich wieder ein Gebäude frei, weil ich denke, wir brauchen ja immer noch hier Wasser, oder? So, jetzt ist das Gebäude nämlich hier beendet.
Das ist halt genau in Reichweite, von dem her passt das. Aber hier halt nicht, ne? Und wenn da unten das Gebäude jetzt weg ist, ja genau jetzt, dann können wir nämlich hier noch ein Gebäude hinsetzen, und zwar die Wasserpumpe. Und die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Genau, und setzen natürlich die Priorität gleich auch hoch. Lass mal auch sehen, ob hier was passiert, dass das hier langsamer grün wird hier. Und dann brauchen wir noch jede Menge Platz. Und ich hoffe, das hier, das dauert ja ewig. Was ist denn da los? Hat doch sonst nicht so ewig gedauert, oder? Oder liege ich da gerade komplett falsch? Meine Arbeiter scheinen auch irgendwie zu machen, was sie wollen. Das wäre irgendwie, also die Priorisierung ist wie gesagt nett. Aber ja, irgendwie scheint es mir immer, dass die einfach machen, was sie möchten. Gut, das hier geht schon wieder runter. Could people against our mission be here on this planet with us? Living within the colonies? Or maybe even hidden out there on Mars? Habe ich mir auch schon gedacht. Or maybe the whole thing has been implanted into my brain. Or imagined by it. Whatever this is, it's confusing. Even for me. Ja, als KI. So, wir haben einen fortgeschrittenen Landeplatz, den wir gerade nicht wirklich gebrauchen können, weil wir auch gar kein Gebäude bauen können. Wir wollen ja immer noch hier unser Wasser. So, Wasser ist da, wird hier hingeleitet. Sehr schön. Das funktioniert wenigstens mal. Okay. Das heißt, hier wird es jetzt ein bisschen grüner. Man sieht es jetzt auch schon. Da bilden sich ein bisschen Flechten, Wiese oder was auch immer das sein soll. Und das Ding rasen, die rasen hier immer schön durch. Das ist auch wunderbar. So ein Ding macht ja 40 oder 40 Milliliter Leistung. Das heißt, ich könnte zwei so Biome bauen. Aber dazu bräuchte ich, ja, was bräuchte ich denn dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Was wir, glaube ich, weniger brauchen, ist gerade Glas. Oder gibt es irgendwas, was wir gerade nicht brauchen? Was ist denn damit? Was ist denn damit hier? Ist da. Ja, das ist nur gerade am... Okay, hier haben wir noch was. Kohlenstoffmine. Die ist leer, wie es scheint. Können wir auch nicht aufrüsten, von dem her können wir diese abbauen. Dann haben wir noch eine, die unbedingt repariert werden sollte. Ah, das ist die da oben. Die schon seit Ewigkeiten repariert werden sollte. Wahrscheinlich wird die einfach nur langsamer, schätze ich mal. Okay, das heißt, ich könnte noch ein paar Biome bauen. Weil, also mir scheint das jetzt gerade gut, das breitet sich nach hier oben aus am Wasser, ne? Das ist auch nicht so schlecht. Und hier breitet sich es halt hier erstmal aus, geht wahrscheinlich auch dann Richtung Wasser und auch hier unten hin. Da müssen wir mal ein bisschen beobachten. Und was das Ding hier hinten angeht, ja, das muss gerade irgendwie autark funktionieren, weil wir auch keine... Ja gut, ich kann jetzt eine... Und ein weiteres Gebäude bauen, und dazu brauche ich wahrscheinlich hier Wasser, also ein Eisbohrer. Das wäre zum Beispiel hier Eisbohrer und nicht Uran, eine Chemiefabrik. Aber da haben wir das Gebäudelimit schon wieder erreicht, dass das hier autark sein kann. Dass wir denn da, brauchen wir noch zwei freie Gebäude, dass wir denn da auch was hinbauen können. Gut, die Frage wäre natürlich jetzt, wenn ich hier jetzt, also hier habe ich jetzt, habe ich hier, nee, habe ich nicht. Ich habe hier einen Landeplatz. Vielleicht könnte der Plan ganz anders werden. Habe ich mir gerade so überlegt, weil wir, gut, wir haben hier eine Forschungsstation. Hier unten haben wir hier eine Forschungsstation, aber alles außenrum könnte eigentlich theoretisch weg. Bräuchten wir nicht. Das würde uns natürlich einiges sparen. Also hier haben wir Forschungsstationen ringsrum.
Hier haben wir zum Beispiel keine Forschungsstation. Hier haben wir einen Scanner, den bräuchten wir auf jeden Fall. Der ist gar nicht so unwichtig. Hier haben wir einen Windpark, der ist auch nicht so unwichtig. Aber das könnte man ein bisschen ja, kompakter vielleicht bauen. Ja, werden wir mal sehen beim nächsten Mal. Auf jeden Fall haben wir Sektor 6 und es wird schon ein wenig grüner. Wenigstens hier. Eisasteroid entdeckt. Einen weiteren Eisasteroid ist zur Atmosphärenbremsung verfügbar. Eisasteroiden sind relativ häufig, aber nur alle 10 Jahre finden Astronomen einen solchen Asteroiden, der für eine Atmosphärenbremsung geeignet ist. Du kannst ihm im Menü Spezialprojekte in Raumhafen zuweisen. Das ist ja schön, dass ich mal auf was hingewiesen werde. Das ist ja schon selten genug eigentlich, ne? Sonst wird man auf sowas ja nicht hingewiesen. Das heißt, wenn ich den hier jetzt ausführe, den Eisasteroiden, dann bekomme ich ein bisschen mehr Wasser. Was auch wieder gut ist für unsere, ja, fürs Grünsein, ne? Dann holen wir den uns doch. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, weil ich hier so wenig Leute habe, ist meine Forschung auch so wahnsinnig beeinträchtigt. Okay, wie auch immer. Nicht, dass wir jetzt auf einmal wieder weiterkommen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und tschüss.